Mach das Dings zu. Gleich. Ah! 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 Ich wollte es gerade machen. Ich hab, warum kommt der? Alter. Der ist schnell. Ich wollte es aber gerade. Hast du gesehen? Five Nights at Freddy's. Das spielen wir heute. Hallo Edi. Hi Martin. Das habe ich von dir geschenkt bekommen. Ein tolles Geschenk. Ganz super. Five Nights at Freddy's. Das soll ganz schön gruselig sein. Es, ja. Ja, als es jetzt rauskam, vor einer Weile, wir spielen es jetzt eine Weile nach Release, gibt auch schon einen zweiten Teil, den wir vielleicht auch spielen, je nachdem, wie uns das gefällt. Mhm. Ist das auf YouTube und so ganz schön abgegangen. Also das haben einige gespielt und soll wohl ziemlich cool sein. Ja. Und ich bin gespannt, wie es ist. Wir spielen wohl einen so Security-Mann, der irgendwie so ein Nachtwächter, der da irgendwie Kameras beobachtet. Das sieht man hier nochmal, hier ist eine Stellenanzeige in der Pizzeria. Die suchen einen Security Guard, also Nachtwächter, der von 12 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens arbeitet und die Kameras beobachtet. Und das fängt unsere erste Schicht an um 12 Uhr nachts. Eigentlich ein ganz einfacher Job, oder? Erste Nacht, Five Nights heißt es ja. Fünf Nächte fünf in der Nächte. Pizzeria. Überleben wir das? Hoffentlich. Okay, ich weiß noch nicht, wie die Steuerung funktioniert. Telefon. Ja. Ich weiß, es ist irgendwie so ein bisschen indirekt. Man sieht die Mauszeige und stellt immer so den Blickwinkel. Wenn ich irgendwie nach unten gehe, hier rauf, dann kann ich irgendwie verschiedene Kameras angucken. Wir haben 97% von irgendwas. Oh, hallo. I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So, I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So, let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza. A magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached, and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free-roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day, too. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth when they pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first they should be a breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Okay, wir haben erstmal einen Anruf bekommen. Ich habe jetzt ein bisschen aufmerksam zugehört, deswegen nicht viel geredet. Das ist, glaube ich, von einem, der entweder... Am Anfang habe ich nicht ganz aufgepasst, aber ich glaube, der hat vorher hier gearbeitet und hat uns ein bisschen erklärt, was hier so los ist.
Das Besondere ist eigentlich, es gibt diese Figuren hier in dieser Pizzeria anscheinend, die halt so tagsüber da ein bisschen für Unterhaltung sorgen. Die sind halt so mechanische Figuren, also mechatronisch hat er gesagt, also die können sich bewegen. Und die werden wohl nachts angelassen. Und er hat das ein bisschen erklärt, so, dass die halt damit ihre Motoren da nicht kaputt gehen und so, dass sie halt nachts ein bisschen auch vielleicht rumlaufen und so ein bisschen. Die sind sowas aber super unheimlich. Und das habe ich auch nicht ganz verstanden in einem Teil. Aber ich glaube, wenn sie einen sehen, dass sie komisch reagieren können, so, weil die haben irgendwie dann halt schon Sensoren so, weil sie einen dann nicht richtig erkennen. Das, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ein bisschen komisch, da muss man so ein bisschen drauf achten. Eigentlich. Aber eigentlich meint er, das ist ein easy Job. Wir sitzen halt hier und sollen uns ein bisschen die Kameras angucken, sollen eigentlich überhaupt nicht rausgehen, sondern nur die Kameras beobachten. Und mehr sollen wir nicht machen und er meldet sich halt am nächsten Tag nochmal. Das war es eigentlich schon. Irgendwie sind wir jetzt hier so ein bisschen komisch. Kann man irgendwie hier noch was. Kann man irgendwie mit WASD sich bewegen? Nee, ich glaube, es ist nur eine, also ich glaube, es ist nur eine Maussteuerung. Nur so herum zum Klicken, glaube ich, ja. Ja, es kann gut sein. Also ich habe versucht, vorhin hier ein bisschen was anzuklicken, ob man hier wie so ein Adventure oder so, ne? Ja. Hier irgendwie so eine Schublade aufmachen kann oder ans Telefon oder gehen oder so, aber kann man irgendwie nichts machen. Das Einzige, was ich machen konnte, ist hier Licht an aus. Kann ich hier irgendwas machen, wenn das Licht an aus ist? Nee. Das macht auch ein ganz ekliges Geräusch, ja, das Licht. Das summt schon so geil. Ich mag das nicht, gefällt mir nicht. Auch wenn ich das eine anmache, geht das andere automatisch noch aus. Halt nur. Unten links ist irgendwie noch was mit Power Left. Ist irgendwie Power Left hier. In dem Raum oder was? Wenn ich das Licht anmache, ist hier irgendwas von News. Das automatisch auf die Kamera 2B? Nee. Nee. Das war ich nicht. Das warst du nicht? Nein, das hat er automatisch gemacht. Jetzt, oder vielleicht doch, weil ich bin ja rausgekommen, okay. Jetzt dachte ich gerade. Ich bin erschrocken gerade. Wenn ich hier mit der Maus rübergehe, schalte ich automatisch um. Und dann kann ich hier auf Kameras klicken. Dann muss, ja, genau, und dann muss man sich. Das sind so die verschiedenen Räume. Das hier bin das ich. Das sind wir? Ich schau ganz kurz, kann ich hier irgendwie noch. Ach, guck mal, immer wenn ich eine Kamera benutze, geht auch die Usage hoch und dann geht irgendwie die Power auch, wird verbraucht schneller, okay. So, hier ist halt ein Raum neben uns direkt. Mhm. Das ist wie gesagt diese Pizzeria, hier ist der Gang. Das ist schon ganz grausliches Licht. Hier ist noch ein anderer Raum, das sind diese mechatronischen Figuren, die irgendwie nachts mal sich bewegen können. Da ist noch ein Raum, Kämpfe. Ist auch eklig mit den Köpfen, ne? Und hier sind. Sieht nicht so toll aus, nee. Okay, guck mal, was hier noch rechts neben uns ist. Roots for safety, don't run, don't yell, don't scream, don't poop on the floor, nicht auf den Boden kacken. Don't touch Freddy. Stay close to mom, don't touch Freddy, don't hit, das ist für die Kinder anscheinend. Mm-hmm. Leave before dark. Leave before dark. Sollten wir eigentlich auch machen. Na, wir sind eine Nachtlichter haben. Das ist irgendwie nachts komisch. Hier ist noch eine andere Kamera, da sieht man überhaupt nicht viel, ist direkt vor so einer Lampe. Was ist in dem Raum? Da hört man nur, da ist das Bild aus, aber audio only. Tolle Kameras haben, die so ein Flackern. Ist das vor der Damentoilette, die Kamera? Warum nicht? Ja. Zum Glück nicht in der Damentoilette. Warte mal. Hast du das gehört? Das ist, glaube ich, nur so ein Flimmern. Okay. Da fehlt einer. War da vorhin einer? Da war vorher noch einer. Sicher? In der Kamera? Ja, ja. Das sind ein paar da gehockt. Bei der Kamera? Ah. Ja. Der war vorher nicht da, der oder? Der war vorher auch nicht da. Super Hase. Da bei der ersten Kamera, da fehlt einer. Da war doch vorher einer. Ich mag das jetzt schon nicht mehr. Der spaziert jetzt schon rum. Die sind voll eklig. Weiß man von welcher Kamera die. Ich dachte, ist das Kamera. Das Geräusch bei uns oder wo war das? Sind wir jetzt tot? Game ja. Over. Wir haben schon verloren. Das war doch der wo ich gemeint habe, der fehlt jetzt. Wo hast du jetzt geschrien? Oh Gott. Und schon gestorben. Okay, ja, dann versuch's doch mal. Ich habe mir erst gedacht, kam das Geräusch über die Kamera oder kommt das direkt in der Nähe? Weil als ich die Kamera gewechselt habe, war das Geräusch immer noch das gleiche trotzdem. Ja, dann guck ich mal zurück zu in den dir. Raum. Ist das eine oder so? Oder was war das jetzt? Also es gibt ja auch. Es gibt ja auch Türen rechts und links von uns, ne? Dass wir verlassen können, ne? Bleib mal ein bisschen. Alter Trick, bleib mal ein bisschen näher bei mir wegen der Kamera. Also so, nicht, dass du dich so weit rauslehnst, dann sieht man dich nicht mehr. Bleib schon da. Ja, gut. Du musst nah bei mir bleiben. Ich passe auf dich auf. Ja, so ganz. Oh mein Gott. Bin ich jetzt so. Das war er da, oder? Ja, das war irgend so ein Teddy-Scheiß-Vieh.
Das war der, der aber da wahrscheinlich gefehlt hat. Den guckst du jetzt nochmal an. First Night. Wir haben nicht mal die erste Nacht überlebt. Das ist ja der Wahnsinn. Man kann irgendwie hier in der Türen. Vielleicht müssen wir da zur Seite dann gehen, wenn wir sehen, dass der fehlt oder so. Und wenn es dann so... Ja. Ich will mal gleich den Anfang von dem Telefonanruf nochmal an, weil er sagt, wer er ist. Jetzt haben wir am Anfang von ein bisschen verpasst. Jetzt geh halt ran. Boah. Ja, der lässt den ja auf Tonband sprechen, ja, oder? Aber trotzdem, ja genau. Ja, wurde vor uns hier gearbeitet. Okay, das hat den Rest am Erfolg. Das war der Lila, ne, guck. Der hat uns überrascht da. Sollen wir ganz kurz mal raufgucken? Mit der Gitarre. Ja. Stimmt, eins, da, zwei. Ach, sogar zwei. Und der hat anders voll eklig. Gehockt. Die sind voll eklig. Der ist auch anders gehockt, der treffen. Bär, oder? Gucken wir noch, wo welche sind. Ich will ganz schnell. Hier hat sich nichts geändert, Freund. Der Hasi ist zu uns gekommen. Ich mag es jetzt schon nicht, das Spiel. Was muss er denn? Der war eh, das war auch eklig. Da gehen wir so nachher nicht hin, wenn wir uns bewegen können. Ich weiß ja nicht, wie wir uns bewegen können. Mit der Tastatur irgendwie nicht, sondern nur indirekt mit der Maus. Wir müssen immer, glaube ich, dahin. Jetzt gibt es halt hier Türen irgendwie. Soll ich mal irgendwas mit Tür machen? Ah, zumachen. Ah. Ist jetzt eine Seite zu oder beide? Ach, beide. Aber es verbraucht Strom. Guck. Das heißt, wenn der eine jetzt weg ist... Dann müssen wir die Türen zumachen. Dann müssen wir... Hier ist noch alles okay? Jetzt ist er noch da zumindest. Oder beide sind noch da. Ich mag das nicht. Gott. Aber wir werden es ja eh hören, ne? Also boah, guck mal noch, der E-Gitarre, das hat der. Ja, das ist der Hasi. Ja, du hast ein Ekli. Was ist das? Ein Ekli. Ein Ekli. Aber wir müssen die vielleicht verfolgen, ob die in unsere Nähe kommen, weißt du, hier. Und dann die richtige Tür zu machen, weil wenn wir zu früh die Türen zu machen, überleben wir die Nacht nicht, weil wir nicht genug Strom haben. Ja. Das wird's sein, okay. Verstehe. Und wenn wir in die Kameras gucken, dann braucht es auch Strom. Wo sind denn die gefährlichen? Das sind nur die drei erstmal, oder? Ich gehe davon aus. Warte, was war denn das jetzt da für ein Licht? Achso, nee. Passt schon. Also man muss halt, darf nicht zu viele Kameras benutzen, weil der Strom verbraucht. Wir müssen gucken, ob der uns... Jetzt verstehe ich das, glaube ich. Wir müssen die beobachten, ob die bei uns in die Nähe kommen. Dann warten wir erstmal ein bisschen. Du kannst ja auch ein Licht anmachen, vielleicht kommt er dann. Dann kann man den Raum, rein. Dann kann man in letzter Sekunde praktisch die Tür zumachen. Man sieht hier in den Gang rein. Ach, ich dachte, man kann auch da rausgehen, aber man kann sich überhaupt gar nicht bewegen. Also wir scheinen da drin zu bleiben. Okay, ich gucke um zwei nochmal. Man darf halt vielleicht nicht so oft verwenden, sonst überlebt man die Nacht, sonst hat man keinen Strom mehr. Wahrscheinlich geht die Tür automatisch auf, wenn der Strom alle ist. Ja, das wäre blöd. Wir müssen halt die Nacht überstehen, bis 6 Uhr müssen wir überstehen. Und nach einer Stunde, also wie soll das hinkommen von Strom? Ja, aber wir haben es ja vorher bis 3 Uhr auch geschafft. Da war es ja schon 3. Der Strom geht viel zu schnell weg. Kann ich denn hier noch... Okay, da sind alle noch da. Warte, hast du es gehört? Ja, ich guck gerade hier. Ich glaube, dass das auch immer Zufall ist, was passiert, oder? Das kann gut sein. Ich guck gerade mal hier in die Gänge. Also wenn hier jemand den Gang lang kommt, muss ich halt rechtzeitig schon mal... Okay. Ich mag schon nicht mehr. Wir machen das doch gut. Aber guck, das hat jetzt 10%, oder? 67%. Ja, ich weiß auch nicht. 3, ja, es könnte gerade hinkommen. Also du kannst echt die Tür nur ganz kurz zumachen. Also. Okay, kein Problem. Sag, wenn ich nochmal nachgucken soll nach der... Ich? Ja. Ich würde immer wieder mal kurz gucken, ob jetzt, die Puppen jetzt, noch jetzt? Da sitzen. Ja, jetzt? Guck mal nach. Gleich, wenn es bei 64% ist. Muss noch ein bisschen hören immer, was für mich machen. Wir müssen noch den Sound lauter. Wir erschrecken uns. Ja, mehr. Genau. Ganz toll. Bei 63 gucke ich nach. Ich würde da aufpassen. Ich glaube, wenn du da mal Licht machst und da sitzt, steht eine Puppe, dann kriegst du einen halben Herzinfarkt. Dann kann ich aber ganz schnell die... Einer fehlt. Einer ist weg. Da ist er. Okay. Da ist der Hasi. Aber er ist noch weit genug weg. Er ist erst in dem Raum oben gewesen. Okay, dieses Arschloch. Das ist das Hasi. Ein Arschloch-Hasi ist das. Ein lila Hasi. Das müssen wir uns doch schönreden. Das ist das lila Hasi. Okay, jetzt gucke ich mal. Jetzt bei 60% gucke ich, wie weit er dann ist. Also einer ist losgegangen bisher. Ja. 60%. Hasi ist der noch, eine da? Ist noch da. Da ist er noch. Ja. Hast du gesehen? Aber ich würde bei den anderen auch mal kurz gucken, ob nicht irgendwo ein anderes Viech auch ist, was rumgeht. Sie fahren fast die Hälfte vorbei. Also ja, du darfst echt 3. nicht viel Power. Du darfst die Kameras nicht oft nutzen und die Türen schon gar nicht. Und du kannst nicht einfach dich hier einschließen, weil dann. Was ist das für eine scheiß Pizzeria? Wo wir haben die Strom für 5 Minuten und dann ist. Dann war es das alles.
Mach zu, mach zu! Was war denn das jetzt? Das war eine Störung. Das war eine Störung. Das war eine Bildstörung. Wo ist denn der hin? Da ist ein... Der ist da, der ist da, der singt. Aber wo ist er? Ich kann doch nicht die Tür zumachen. Ich weiß es nicht. Da ist er. Du zu, mach zu. Da sind wir da drin. Ich weiß, aber er ist noch nicht da. Ja, die andere Seite war das doch. Nee, ist links. Links von uns. Soll ich jetzt schon zumachen? Dann reicht das nicht. Ich mach's jetzt zu. Guck, die Tür ist zu, oder? Wo sieht man überhaupt die Türen? Sind unsere Türen irgendwo? Ich habe schon die richtige Tür zugemacht, oder? Nee, du hast die linke zugemacht, nicht die rechte. Der ist doch rechts von dir. Nee, ich gucke in den Raum rein. Links, hier ist er. Ach so, nee, dann hast du die richtige zugemacht. Guck mal, ob der andere auch noch da ist. Der ist noch da. Mehr waren es nicht, ne? Guck mal beim Vorhang, um nicht, dass da auch wieder eine hängt. Also hier ist, es kommt hier drauf vor allem an. So. Noch leben wir, es ist 4 Uhr. Wir müssen noch 2 Stunden überlegen, wir dürfen nicht zu oft. 36%, ne? Der steht vor der Tür halt und macht scheiß Geräusch. Dass da, dass die blöde Ente. Der ist aber boah, noch hier. Wie fies die der guckt. Ist hier noch. Wir haben die Tür aber zu. 2 Stunden noch. Schaff. Das wird echt so knapp mit dem Strom. Der steht halt da. Was soll ich machen? Ich kann die Kamera nicht. Ich würde die Tür nicht mehr aufmachen. Nee. Ich würde die zulassen. Okay, ich lasse aber jetzt. Wir müssen die Ente beobachten. Das ist ja rechtzeitig die Tür zu machen, ja, wenn weil der die wird in die Nähe kommt. Du kannst aber ja aber wir Licht haben noch ein bisschen Zeit. Da. Nein, das kostet auch Strom. Das kostet alles Strom. Ach so. Was ist, wenn ich hier das Licht. Das geht von innen, okay. Was war das? Ein Geräusch draußen. Das wird wahrscheinlich hier im Gang. Ja, ich warte noch ein bisschen, Kamera. Ich warte bei 25%. Wir dürfen es nicht zu oft machen. Das ist gemein. Ich warte noch ein bisschen. Okay, steht er noch im Gang? Der steht da halt und geht da nicht weg. Der ist da. Wo ist er hin? Wo ist die Ente? Die ist bei dir in der Nähe. Wo ist die scheiße Ente? Da hört man nur was. Martin? Die Kamera gut gemacht. Die Kamera ist kaputt. Wir müssen noch ein bisschen warten, wir müssen noch überleben, das schaffen wir sonst nicht. Ich kann die Tür nicht zumachen. Wir müssten den. Warum sehen wir ihn auf der Kamera nicht? Sei nicht so hektisch, Martin. Wo war er denn zuletzt? Zuletzt war er doch im Kitchen oben, oder? Da ist der. Pirate da ist er erst. Okay, der ist erst oh, da. 8%. Wie der fies reinguckt. Die Tür geht auf, aber ne, wenn die keinen Strom mehr haben, bin ich sicher. Also ich kann die Tür noch nicht zumachen hier, weil 6%. Wie, wir schaffen die Nacht wie lange, nicht. Wie lange müssen wir es schaffen? Bis 6 Uhr. Ach, das schaffen wir. 5%. Ich bin jetzt zuversichtlich. 4. Wie sollen wir denn die zweite Nacht überstehen? 3. 2. Nein. Ach du Scheiße. Nein. Eins. Oh, bei 1%. Wir haben es geschafft. Der ist bescheuert. Ja. Sehr gut. Und sofort die zweite Nacht. Na, ganz prima, toll. Speichert der vielleicht da auch? Falls wir sterben, dass wir nicht wieder die erste Nacht machen müssen. Weiß ich auch nicht. Sitzen wir da schon wieder? Ich würde jetzt sagen, ich hätte sofort gekündigt. Ganz kurz. Da sind sogar die 3 Spinner. Sonst ist keiner da, sind die 2. Okay. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey,
I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique and then becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Also nochmal mitgeteilt, dass es halt, was war das Wichtige, dass es halt Blindspots gibt, also es gibt so tote Winkel bei den Kameras, gerade genau. Vor der Tür zum Beispiel, dass man dann nur ganz kurz das Licht checken sollte, weil es kann sein, dass sie gerade da stehen, wenn man sie nicht auf der Kamera sieht, dass manche auch aktiver sind, wenn die Kameras nicht an sind, wenn wir die nicht benutzen, weil sie es irgendwie halt nicht mögen, beobachtet zu werden, dann bewegen sie sich weniger eigentlich. Also manchmal soll man auch die Kameras anmachen, um die halt zu verlangsamen, damit sie nicht direkt so schnell zur Tür kommen. Hasi ist auch schon weg. Das Hasi war schon weg, aber du meinst nicht, jetzt die Ente, oder? Die Ente ist schon weg. Und ich weiß nicht, wo sie ist. Da ist die Ente, oder? Und der Hasi ist schon ein zweiter. Ist das überhaupt ein Hasi hier links? Das ist doch ein Hasi. Ist der Teddy? Ist die Ente? Und das ist irgendwas... Weiß ist doch ein, nicht. Ein lila Häschen. Eigentlich müsste es eine Kuh sein. Das ist ein lila Häschen. Ist immer noch erst eins. Boah, ist das fies. So ganz schnell. Der ist da weg. Die Musik. Ist schon da. Der ist schon da. Warte, warte, warte. Da war schon jemand. Hier? Ja, da, let's eat. Der ist auch schon da. Also hier steht er irgendwann. Das dürfen wir nicht zu früh zu machen, die Tür. Es kostet echt Strom. Wir sind nur bei 75%. Hauen die dann wieder ab, wenn wir die Tür zumachen? Was wollen die denn? Da! Da müssen wir ganz kurz erst, wenn er hier steht, praktisch hier das Licht ausmachen. Also die Tür ja, zu. Ganz toll. Dann machst du das Licht an und machst well. Ich komm schon wieder zu dir. Willst du jetzt nur auf das Licht gucken? Der steht genau vor der Tür. Man hat gesagt, mit dem toten Winkel halt hier. Der steht genau im toten Winkel, oder was? Nein, aber kann er halt stehen, weil die Kamera da nicht... Und dann müssen wir erst die Tür zumachen. Da haben wir noch ein paar Sekunden, das meinte er halt. Ein paar Sekunden? Weil sonst kostet das halt Strom, wenn die Tür zu ist. Und so kann ich halt immer... Ich würde da mal gucken, ja. Ist auch schon fast da. Wie sollen wir das denn schaffen dann? Ich glaube, du musst öfter auf die Kameras gucken, weil die dann nicht weitergehen. Ja, der ist ja weg. Oh mein Gott. Ja. Scheiße. Der ist noch da. Okay, es dauert noch. Müssen wir mal kurz gucken. Der ist immer noch da. Oh, das ist aber auch anders hingestellt. Der ist sich umgedreht. Okay, ist aber das noch, ist nicht, der ist noch nicht Freddy, in der Nähe. Oder? Das ist der Bär. Aber wenn die jetzt immer noch schneller kommen und zu zweit, letztes Mal haben wir bei 1% überlebt. Wie soll das gehen? Ich glaube, irgendwann muss man die Tür wieder aufmachen, dass der dann weggeht. Ah, das sieht man halt. Das ist ja der tote Winkel. Vielleicht, wenn er weggeht, ja, das müssen wir beobachten. Der ist immer noch da. Hörst du, ist das der Bär hier? Nee. Nein, das ist ein Ist anderer. Er wieder zurück? Also kann ich die Tür wieder aufmachen, oder? Nein, der ist noch da. Nee, ist der weg, das müssen wir halt machen. Der ist wieder weg, das muss man halt das beobachten. Das war das Hasi, aber was da der ist nämlich der jetzt hier, war. Okay. Nee, das ist doch nicht das Hasi, das ist ein Wolf. Ja, aber... Ich weiß nicht, auf jeden Fall wo nicht das mehr Hasi hier. Ist. Nee, ich habe keine Ahnung, wo das was, Hasi warum ist das was anderes? Was soll das denn? Da ist er nicht. Da auch nicht. Da ist immer noch da, okay. Hä, wo ist denn der hin? Was? Wie frisst der Wolf? Das, hä? Ist das ein anderes ja, Vieh? Also, mir kommt vor, der sieht nicht lila aus. Ja, aber... Aber es gibt doch nicht so viele Viecher. Ja, das ist das doch ein, vielleicht das ist es doch ein das Wolf. Ding. Aber vielleicht ist es doch das Ding. Ist auf jeden Fall, vielleicht ist es doch das. Ich glaube, es gibt nur drei. Das sieht ja vielleicht anders aus mit dem das Maul doch, offen. Das waren doch vier Puppen. Auf dem ersten Bild sind es nur drei. Ja, auf dem Bild. Aber ja. Oben, wo man sich das Cam 1A zum Beispiel... Da ist jetzt. Da ist der. Das ist schon die Hälfte Job. Geschafft. Das ist so ein blöder Job, echt. Aber wir überleben das jetzt schon ganz gut, ne? Bist ja schon sehr geübt darin. Ja, super wenig. Das machst du gut. Und immer wieder gucken. Ich glaube, die Ente mag es nicht, dass du sie beobachtest.
Was soll das denn jetzt sein? Der hat einen Haken in der Hand, hast du es gesehen? Da ist der Hasi, ich sag doch, das ist der Wolf. Okay, aber sind sie nicht in der Nähe. Der sieht aus wie so ein Bondage-Hasi, hast du das gesehen? Bondage-Hasi? Ich dachte, du bist ein Bondage-Hasi. Ja, aber der macht mich nach. Ah, nicht zu lang. 4 Uhr, das schaffen wir, das schaffen wir. Der Hasi ist schon wieder näher gekommen, hast du gesehen? Ich glaube, der steht... Nein, nicht der nicht, war nicht zu sehen. Das Hasi ist noch in diesem Restroom. Nicht im Restroom, was sag ich denn? Da bei der Küche halt. Hier rechts muss ich aufpassen, weil ich sehe ihn hier nicht. Ich weiß nicht wieso. Ist der jetzt weggegangen? Der wird näher gekommen sein, nämlich. Da ist einer. Das war das Hasi. Ich erwarte jeden Augenblick, dass hier rechts einer kommt. Das müsste eigentlich... Da steht der rechte, steht vor der Tür. Das Hasi ist jetzt wieder direkt da. Ah, mach zu! Dieses Hasi gibt nicht auf. Aber hier ist keiner direkt vor der Tür. Wo ist der denn hin? Oh, ich habe Herzklopfen, ne? Es ist 4. Du bist gut. 5. Wir sind mit dem Strom echt gut. Ich würde da noch nicht aufmachen. Guck erst mal da, ja. Das ist das andere, Hasi, oder? Ist das der, ist das oder ein anderes ist das der Vieh? Wolf? Das ist ein anderes Vieh, oder? Weil das Hasi steht, glaube ich, noch vor der Tür. Wo ist denn der Teddybär überhaupt? Da ist jetzt die Ente. Die Ente ist weg. War die Ente nicht hier rechts? Die war rechts. Das ist jetzt gar nicht mehr in der Nähe, okay. Was ist hier links? Welches Vieh ist das denn? Warte, gar keins mehr. Hast du das gehört? Da war ein Vieh eben, hast du gesehen? Ja, du warst jetzt zu schnell beim Klicken. Da war's. Ja, das ist der Wolf. Mit dem Haken. Okay, also wir müssen den auch beobachten, der hinter dem Vorhang. Wenn der Vorhang auf ist und er weg ist, dann fehlt der da. Da ist der Bär. Also kann er nicht mehr direkt vor der Tür stehen. Also das Bär ist dieses Hasi-Dings. Das Hasi-Dings, ja. Was heißt, er steht nicht mehr hier vor der Tür. Ah! Ist noch jemand anders? Nee, der ist jetzt da wieder zurückgekommen. So, ist toll, in dem Augenblick. Scheiß Vieh. 5% noch, ich mach jetzt. Ich lass einfach 4. Komm, bitte, bitte. 3. Oh Gott. Das wird zu knapp. 2. Kann ich hier nicht mehr zumachen. Ich wollte kurz gucken 1. und Strom sparen. Oh. Ey. Das ist knapp, das kann nicht sein. Yay. Ja, scheiß Kinder. Super. Dritte Nacht. Five Nights. Five Nights. Aber wir sind schon in der dritten Nacht. Wie gut sind wir denn? Super sind. Das wird jetzt noch wahrscheinlich irgendwann richtig abgehen. Meinst du, ruft er nochmal an? Ja. Ja. Jetzt kurz mal gucken, trotzdem. 1, 2, 3. Und hier, okay. Mal gelobt, dass wir so lange geschafft haben. Die meisten packen es nicht so lang. Ja. Gut, wenn sie jetzt vom Spielprinzip nicht sind. Der eine ist hier, schon weg. Der doofe Wolf ist noch da. Ist er schon da? Nee. Nein. Ich glaube, bei 7 könnte der sein. Die Ente meinst du? Ja. Ja. Wird ab und zu beobachten, glaube ich. Es soll angeblich helfen. Dann bewegen sie sich vielleicht langsamer. Das habe ich am Anfang so verstanden, in der zweiten Nacht. Ich weiß nicht, ob ich mir das richtig gemerkt habe. Ja, sie mögen das nicht unbedingt. Genau. Es sind ein paar dabei. Schaut, die Summe ist da müsste er schon sein. Da ist er noch nicht.
Der Wolf ist immer noch da, also hier links nicht. Da ist er schon. Der ist schnell. Also die Ente will es wissen jetzt, ne? Das ist noch nicht mal zwei. Ich warte mal bis 77%, dann gucke ich wieder. So, ey, es war die zwei Nächte so knapp mit dem Strom. Ja. 77 kommen. Da ist er noch. Ich guck mal hier oben. Ich will bei den anderen auch noch beim gucken. Wolf, okay, passt. Können wir einmal hier oben gucken. Sind ja, beide noch, sind da. Noch da. Also die Ente und der Wolf. Der Wolf ist noch im Vorhang und die Ente ist in dem Gang hier hinten irgendwo. Ja. Hast du es gehört? Ja. Die spaziert da draußen rum, ne? Oh, oh. Aber nicht vor der Tür, außer schon im toten Winkel. Aber vielleicht ist sie auch zurückgegangen, wie es klingt. Also wie es aussieht, würde ich sagen, ist sie zurückgegangen, nicht näher zu uns. Ja, sie bewegt sich da draußen, ne? Da ist sie. Der Bär, nee, ist die Ente. Das ist die Ente. Okay, ist sie jetzt zurückgegangen. Okay, ich glaube, die ist nämlich da in den Raum 6 gegangen und da haben wir nur Audio. Mhm. Und ich glaube, sie ist da zurück und jetzt wieder in den Gang. Und entweder geht es jetzt einen Schritt weiter zu der Kamera davor. So, was dann kurz vor dem Raum ist. Ja. Okay, wir müssen auch den anderen im Auge behalten. Der ist ja, immer der noch, Wolf. Der ist nur ein Stück raus. Der hat sich jetzt mehr aber nur ein Stück raus. Also oben, noch oben, hast du jetzt geguckt, wo es Hassi ist? Sind beide noch da. Ah ja, gut. Ist nicht mehr da? Ah, ist okay. Wir müssen den Augenblick damit rechnen, dass er hier kommt. Ist noch. Ist noch da. Oh, hat er sich gerade wegbewegt? Ist noch nicht da. Gott. Ist aber kurz davor. Ah, ist wieder im Gang. Ist wieder ein weit weg. Okay, wir können ein bisschen warten. Gut. Ein bisschen Strom sparen müssen wir schon. Die Kameras verbrauchen echt Strom. Wir sind aber schon um 2 Uhr jetzt, ne? Bald haben wir die Hälfte geschafft. Wenn es um 3 ist, genau die Hälfte. Wir haben noch 62% Strom, aber dann. Okay, ist noch da. Wir müssen auf der linken Seite mal den Wolf gleich mal. Gucken. Ja, gleich. Bei 60%. 60% bei 59. Bei 59. Wir müssen Strom sparen. Wir müssen Strom sparen. Sag immer, wir müssen Strom sparen. Sag ich im Büro auch immer. Die hören nicht. Die Tasche steht schon direkt vor der Tür, okay. Der ist immer noch da. Sehr gut. Wir müssen auf das Geräusch auch achten, wenn die her läuft. Meinst du, das hört man? Ich glaube ja. Steht immer noch da. Sehr gut. So kann es doch nicht hier sein. Jetzt ist er da, glaube ich. Ah. Ich warte noch ein bisschen. Nein, warum denn? Ich glaube nicht, dass er so schnell ist. Ah, ist wieder zurückgegangen. Ah, wie der guckt, hast du es gesehen? Ganz komisch. Ja, scheiße, guckt der. Ups, Licht aus. Ich warte nochmal. Man hört, glaube ich, die Bewegung immer. Ist immer noch in dem Gang, sauber. Er ist jetzt aber eins zurück wieder, ne? Genau. Ist nicht, also brauche ich mindestens 2 Schritte sozusagen oder 2 Bewegungen, um hierher zu kommen. Ah, jetzt einmal bewegt, jetzt ist er garantiert hier. Ja, man hört das. Ja. Muss genau aufpassen. Wenn er jetzt noch einen Schritt macht, müsste er entweder vor der Tür stehen. Gleich. Ich wollte es gerade machen! Warum kommt der? Alter! Der ist schnell! Ich wollte es aber gerade. Hast du gesehen? Ich war gerade am Klicken. Der war aber jetzt schnell. Leck mich doch. Also vor dem Wolf müssen wir uns auch in Acht nehmen. Der ist ja richtig schnell. Ey, wir hatten es so gut. Das hätten wir fast geschafft. Na, müssen wir nochmal von vorne oder wie? Ich weiß nicht, ob man hier Nacht 3 nochmal anfangen kann. Ach ja, continue. Nacht 3. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir es aber, weil ich bin jetzt gerade erstmal ein bisschen. Ich brauche 2 Minuten Pause. Wir schaffen das. Aber das war so knapp. Das war jetzt richtig knapp. Ich wollte schon auf den Knopf drücken. Und dann, ja. Ich habe ja auf der Kamera gesehen, wie er angerannt kam. Und dann bist du sofort raus. Boah, hast du aber gut gemacht. Danke. Also in der nächsten Folge kommen wir auf jeden Fall mit Nacht 3. Five Nights. Die Hälfte knapp haben wir schon geschafft. Zweieinhalb Nächte. Haben wir schon gemacht. Schaffen wir. Okay, bis dann. Tschüss.